So, moin moin. Also, Stardew Valley, die dritte Woche neigt sich dem Ende entgegen. Und hier gibt's noch Queen of Sauce. It is I. Es ist so ein Quatsch, echt. Markierroll kenne ich schon. Also warum stand da jetzt nicht dabei? Wiederholung? Komisch. Naja. So, hier gibt es nochmal Tomaten. Hier gibt es auch Kaffee. So ein blödes Fass muss ich auch langsamer machen. Damit ich auch Kaffeebohnen machen kann. Damit ich Kaffee herstellen kann, blöd Mann. Easy. Jetzt habe ich die Katze gegossen, aber. Ah, die Pfirsiche sind auch soweit. Die waren wahrscheinlich gestern schon soweit, habe ich gar nicht gesehen. Und Blaubeeren gibt's. Gut, mal gucken, was heute so geht. Bis später. So, mit der morgendlichen Tour bin ich fertig. Was ich jetzt noch machen werde, ist ein, zwei Geschenke verteilen. Ansonsten muss ich eigentlich die nächste Aufrüstung schon bauen für die Enten bei meinen Viechern. Allerdings, oder für Ziegen, ist egal, weil ich brauche beides. Dazu brauche ich erstmal sowieso ein zweites, weil die will ich nicht mit in das erste Gebäude mit reinballern. Das heißt, ich gehe heute jetzt das einfach in Auftrag geben und werde dann morgen unbedingt mal wieder aufgerüstet an Holz- und Steinvorräten, aber das werde ich jetzt nicht mehr schaffen, weil ich muss ja dann gleich auch arbeiten gehen. Naja gut, da erzählt er das seinen neuen Schuhen, ja, oder dass er die alten einfach weggeballert hat, weil er die Vorstellung irgendwie scheiße findet, dass irgendein kaputter Mensch seine alten Schuhe trägt, ja. So ein kaputter wie ich, ja, hast Pech gehabt. So, jetzt habe ich hier wieder ein bisschen überlege ich gerade, also Pfeffer habe ich jetzt genug. Blaubeeren sowieso, Tomaten auch. Melonen gehen nicht mehr. Weizen 4. Summer or Fall, genau. Würden wir im Herbst gehen. Radieschen haben wir nochmal. Ach ja, Radieschen wollte ich aber nochmal. Genau, das war's. Ja, Poppy habe ich komplett vergessen. Summer Spangle habe ich jetzt zweimal. Also komme ich so auf 200 Stück, wird schon gehen, wird schon was gehen. Korn habe ich welchen angepflanzt, also Mais. Sonnenblumen, nee, aber da steht, werden noch welche fertig morgen, glaub. Ja, und von den ganzen Sachen hier zum Kochen hole ich mir noch gar nichts. Ich denke, wir werden jetzt nochmal Radieschen holen. Ja, geht vom Preis her eigentlich. 100 Stück. Und weißt du was, da haben wir genug, um auch nochmal Weizen schon mal zu kaufen. Ob wir die jetzt dann gleich verwenden können, das steht auf dem anderen Blatt. Ich habe gar keinen Platz dafür. Ich glaube. Naja, wenn ich es zeitlich noch irgendwie schaffe, könnte ich es vielleicht machen. Aber jetzt geht es erstmal daran, zwei, drei Leuten Geschenke zu geben. Wer jetzt ganz wichtig ist, ist Mani und Linus. Ansonsten natürlich Shane, damit ich da dem seine Freundschaftsszene noch kriege, genau. Und dann hätten wir sie nämlich alle. Genau, und der Rest ist egal. Also Linus ist mir wichtig, Shane und Mani, die machen wir jetzt heute gleich. Gut. Pam steht da rum, jawohl. Ja, die will ja noch ihr Pale Ale. Da machen wir gerade wieder Recyclinganlage. Das war jetzt sinnvoll, jetzt habe ich den Boden gegossen. So, die können weitermachen. Dann habe ich zwei so Sternchen. Ach, ich habe noch gar nicht gegessen. Dann habe ich Fische übrig, ja, die hier. Weil die Trautsuppe, die will ich ja weggeben. Die will ich ja Linus schenken. Die kann ich nicht fressen. Trautsuppe, sage ich, Algensuppe. So. Noch ein bisschen Energie. Was wollte ich noch? Irgendwas hatte ich gerade vor. Ach, Shane, der braucht Bier.
Heute ist Sonntag. Ich glaube, der hat mittlerweile auch so einen Tagesablauf mit dem neuen Patch, dass er sonntags zu Hause ist. Samstags oder Sonntag, einen Tag ist er zu Hause. Ja, hier ist er. Da steht er rum. Bitte. Oh, wow. Ja. Und reden kann ich mit dir auch. Ja, ich bin beschäftigt. Okay. Wie sieht's denn aus? Freundschaftslevel. Ah, zwei Herzchen. Das heißt, morgen kommt die Szene wahrscheinlich dann. Denke ich. Aber schauen wir mal. Talk yes, gifted yes. Jawohl. Alter Schwede, der mag aber jede Menge, ey. So, Mani. Reden. Dia. Kriegst du? Hier, jawohl, das ist aber schön. Jawohl. Also, immer wenn es mir gefällt, soll ich hier vorbeikommen. Ja, klar, logisch. Was mir noch einfällt, ich brauche noch was von dir. Das da. Sonst kann ich meine Kühe gar nicht melken. Und die Schere werde ich nicht brauchen, weil die Wolle oder Kleidung kriege ich normalerweise über die Verarbeitung von Müll. So war es immer. Nach dem Update kann es natürlich sein, dass das raus ist, weil ich habe bis jetzt noch kein einziges Leinen- oder Klappmottenstück gekriegt. Das ist nicht blöd. Was wir noch brauchen, sind auch die hier, diese Heater. Ich glaube, da nehmen wir jetzt auch gleich einfach einen mit, wenn wir es gerade können. Gut, was wollte ich noch? So, jetzt gehen wir erstmal Rinder. Also Linus haben wir noch. Mani und Shane haben wir. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich glaube, die Szene kommt sogar jetzt gleich. Die machen wir noch schnell. Hey. Aber jetzt doch wieder länger, als ich dachte eigentlich. Naja, egal. Schauen wir mal. Linus. Da. Ich habe hier was du zumindest magst. Nee, du sollst sie ihm geben, verdammt. Ah, danke. Und können wir eben reden. Ja, das jetzt ist es leichter, weil ich muss mir keine Sorgen machen, wie ich warm bleibe. Oder wie es mir nicht kalt wird. Ja, und als kleines Bonus, die wilden Früchte wachsen. Ja, klar. Jetzt probieren wir das schnell aus. Gehen wir nochmal ins Haus von Mani. Und dann sind wir eigentlich auch durch. Dann pflanze ich die Dinge an und dann gehe ich fischen und dann ist der Tag vorbei. War entweder mal ein sehr kurzer Tag. Habe ich jetzt das mit ihr gehabt oder nicht? Nee, ist noch verschlossen. Wir können mal die Zeit weiterlaufen lassen. Wir können mal hier rein. Nee, passiert nicht. Aha. Ha, dann muss es wahrscheinlich eine andere Tageszeit sein oder so. Oder andere Wochentag. Bin mir nicht mehr sicher, wie das war. Naja. Also, hatte ich jetzt die Szene mit ihr oder nicht? Ja, hatte ich wohl. Kurz mit ihr reden. Ja, was soll ich jetzt an diesem Faulenzertag machen? So schön und warm und was. Da geht er mal raus. So, fehlt noch was? Nö. Gut, bis später. Ich kümmere mich noch schnell um meine Farm. Ich werde auf jeden Fall noch die Radieschen anpflanzen. Und dann schauen wir weiter. Huch. Ah, die Viecher sind draußen, jawohl. Really happy, ja klar, weil sie draußen sind. So, jetzt muss ich doch gleich hier noch kurz was mit dem Gras wegmachen, weil hier kommt der nächste. Die nächste Hütte hin. Das sind ja keine richtige Stelle für die Enten, Hühner und Hasen und sowas, ne? Das sind so kleine Dinger eben. Gut. So. Müsste Platz genug sein. Dann gehen wir jetzt noch mit dem Holz und dem Stein im Inventar und ein bisschen Stein. Ein bisschen Geld. Nicht so viel, fällt mir nicht, aber was soll's. Schnell zum Zimmermann. Oder zur Frau Zimmermann, besser gesagt. Bitteschön. Ich hätte gerne einen Coup. Ja, 4000 kostet, das ist okay. Behalten wir ja trotzdem genug übrig. Na komm, rüber hier. So. Soll hier hingebaut werden. Danke. Jawohl. Und er wird sogar noch im Sommer fertig. Und dann werden wir den ersten aufrüsten gehen danach. So, was fehlt mir jetzt? Jetzt wollen wir mal gucken, hier Community Center schauen wir nochmal schnell rein. Und zwar Reward Greenhouse, genau. Ich brauche unbedingt die Sommercrops. Na gut, die kriege ich, wenn sobald der Pfeffer reif ist. Den Rest habe ich ja.
zurück. Animal, was brauche ich von Viechern? Ja, Milch, Eier, Wolle. Wolle kriege ich nicht. Ja, ich muss es über die Milch und die Eier machen. Und das Duck-Ei. Sei denn, der erfahrene Händler hat die nächsten Wochen mal Wolle im Angebot. Das heißt Angebot, das ist schweineteuer bei dem, aber ist egal, die kaufen wir dann. Die habe ich echt vergessen, das wäre vielleicht einfacher. Naja, und ich muss natürlich die Large Milk nehmen, ne? Das reicht ja nicht die kleinen. Genauso müssen die großen Eier sein. Naja, wir werden sehen. Gut, das heißt, wir machen jetzt den Fries raus. Ich bringe das ganze Zeug zurück zur Farm. Ach, Weizen habe ich auch noch angepflanzt, habe ich noch Plätzchen gefunden. Und dann gehe ich noch ein bisschen fischen. Und rühre mich heute Abend nochmal. Zum Abschluss des Tages, wie immer. Ja, die Viecher, da muss ich aufpassen jetzt. Dann muss ich jetzt mal hier den Zaun weiterbauen auch noch. Dass die nicht mehr hier durchlaufen, weil ich glaube, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob das schadet oder ob das, wenn die Pflanzen kaputt waren, dass das doch nicht meine Viecher waren, sondern eben Vögel. Wobei ich mir gerade denke, wenn der da durchlatscht und kriegt Hunger und mampft vielleicht meine doch die Pflanzen auf. Naja, gut. Ist jetzt scheiße, was soll's. In den Wald können wir nochmal, da können wir gleich nochmal das besondere Zeug holen, genau. Also das Hardwood, ich glaube, das wäre eine gute Idee. Da hole ich mir noch das Hardwood-Zeug. Oder hast du heute Wolle? Ne, ich glaube nicht, ne? Pufferfisch, Haselnuss, ne, lass mal. Lass gut sein. Ich hole mir noch Hardwood und dann baue ich noch den Zaun weiter aus. Bis nachher. Eventuell sind wir ja irgendwann Nachbarn. Sie denkt, wir haben beide dieselben seltsamen Geschmäcker oder Ansichten. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Nur Nachbarn? Mädel, du hast keine Fantasie. So, na, das hat heute geknallt mit den Gurken, obwohl ich gar nicht so lang gefischt habe. 9 Stück fetzt. Gut. Was brauchen wir noch? Ich denke, dieses Prähistorische Tool kann man verkaufen, oder? Mal schnell schauen. Hä? Ernsthaft? Okay, aber ich hatte es schon mal gehabt. Ach, da ist es. Ja, okay. Naja. Also doch nicht verkaufen. Na gut. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch erstmal hier reinballern. So, dann gucken wir, was wir vom Gold noch verarbeiten kann. Ja, reicht leider nicht. Kupfer reicht einmal. Silber haben wir sowieso viel zu viel. Passt. Das da rein. Danke. So, jetzt dann das da. Das Kupfer tun wir weg. Jetzt organisieren wir noch ein bisschen und dann geht's schlafen. Sozusagen. Ja, in der Realität leider nicht. Da kann ich jetzt gleich losmachen und muss arbeiten gehen. Haha. So. Das und das und... Hä? Was habe ich denn da gemacht? Das gehört da natürlich nicht rein. Und schon habe ich es dreimal. Ich bin ja vielleicht ein blöder Affe. So, und was nehme ich jetzt nochmal? Ist ja wurscht. Nehmen wir das. Ich hätte ja langsam gern mal aus so einer alten Zeitung einen Stück Klamotte, weil es gibt normalerweise mit einer gewissen Chance ein Stück Klamotte, aber irgendwie bis jetzt überhaupt nicht. Doof. So, ja, die Heilbut. Ja gut, wir können mal drei auf, obwohl wir haben hier auch noch die Red Mullet. Komm, weg, weg, weg. Und das auch weg. Okay, gut, schlafen. Ach so, nee, ich wollte vorher noch die Stelle zumachen. Gute Nacht. Viecher sind bestimmt drin, die fangen nämlich ab 6 an reinzugehen. Ah, Eichensaft, das ist gut, dann kann ich nämlich jetzt langsam mal das Fass starten. Das ist schön. Ja, jetzt habe ich nämlich über 5. Sehr gut. Ja, das gucke ich mir dann morgen an, heute nicht mehr. Also in-game morgen. So, Katze ist auch drin? Ja, schläft schon. So. Farming, ja klar, die Blaubeeren haben geknallt. Geil. Fast 30.000. Naja, dann sind wir jetzt wieder bei 90, sowas, oder? Cool, cool. Ja, fast 100.000. Fetzt. Gut, dann bis hierhin.
Ich sag danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Nächstes Mal. Oh, hat jetzt die letzte Sommerwoche angefangen. Geschenkemäßig hat sie ja schon angefangen. Und jetzt ist eben wirklich Montag wieder. Gucken wir mal, was man noch erreichen kann. Oder was ich noch erreichen kann. Und dann schauen wir weiter. Nur jetzt brauche ich auf jeden Fall noch die Sommerpflanzen-Bundle-Ding da im Community Center. Das ist so das nächste. Ja, und ich kann anfangen, die Leute, die Freundschaftslevel höher zu machen. Ja, wir mal gucken. Und wie die Szene mit Shane war, das weiß ich auch nicht mehr so genau. Ja, das kriegt man schon irgendwie hin. Gut. Bis zum nächsten Mal.